Hört ihr das? Das ist mein Nachbar, der die ganze Zeit extrem laut ist. Er wohnt genau über mir und ich hasse es, wenn er die ganze Zeit mit seinen Steinschuhen gegen den Boden tritt. Gott, bin ich sauer. Was soll die Scheiße? Wisst ihr was, Leute? Wir werden ihn pranken. Wir sind nämlich zurück bei Neighbors Back from Hell, wo wir den Nachbarn pranken werden. Es gibt noch einige Level hier bei dem Spiel, deswegen die werden wir spielen und ihn so pranken, dass er gar nichts mehr checken wird. Er ist da oben. Lass uns mal im Schrank stecken, um seinen Rhythmus zu finden. Er hat einen Käsekuchen. Okay, was macht er also? Er packt den Käsekuchen in die Mikrowelle. Okay, dann wartet er. Das Wichtige ist zu sehen, wo er lang geht, weil er ist ein Gewohnheitsmensch. Das bedeutet, er geht immer an denselben Stellen lang. Er wartet Ewigkeit an der Mikrowelle. Das ist sehr gut zu wissen. Und was ist das hier? Ist das Schlagsahne? Geil. Okay, dann macht er Schlagsahne drauf. Ich denke, damit können wir irgendwas machen auf jeden Fall. Und dann isst er ihn. Okay. Oh, er geht nach unten tatsächlich. Nein, nein, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin aus Versehen rausgekommen. Ist egal, ich habe 3 Leben. Als nächstes putzt er dann seine Zähne. Interessant, okay. Und macht Deo drauf. Was? Der benutzt Deo? Habe ich jetzt aber nicht erwartet. Da geht er wieder raus. Macht aber auch Sinn, aber muss er rausgehen. Also geht er die ganze Zeit zwischen Küche und Badezimmer. Verstehe. Na, lass uns mal beginnen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal im Schrank gucken. Mir fällt auf, dass sein Briefkasten weg ist. Und wir bekommen was? Kleber und Stift. Stift ist eigentlich ganz simpel. Damit können wir das bemalen. Das kennen wir ja bereits. Das sollte relativ easy sein, auf jeden Fall. Warte mal, wie lange. Ich hoffe, er bleibt da jetzt eine längere Zeit. Ich werde hier einfach mal alles aufheben. Alles, was er hier hat. Ich habe keine Ahnung, was es alles sein soll, aber es ist eine Menge. Okay, warte mal, warte mal. Er kommt gleich runter. Ich muss mich verstecken, glaube ich. Oder ich gehe einfach hier hoch. Okay, er geht jetzt runter. Perfekt. Auf jeden Fall können wir die Seife dahin machen. Das steht fest. Oh, jetzt wird er das sehen. Stimmt. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich meine, viele Pranks wiederholen sich hier, aber das ist relativ normal. Da haben wir den Kleber hier. Vielleicht hier hin? Nein. Können wir das an den Eierprank machen? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, der Eierprank. Okay, den kennen wir aber bereits. Das ist besonders fetterliche Schlagsahne. Ein fester Schaum. Interessant. Der Nachbar scheidet sich davon immer ein Stückchen ab. Okay, wir müssen mal weggehen. Schnell aus dem Zimmer raus. Toiletten. Oh mein Gott, der ist ausgerutscht. Wow. Toilettenprank kennen wir ja bereits übrigens. Aber wozu war der Kleber? Auf die Hände, wenn man es auf die Hände bekommt. Für wohin soll ich dann den Kleber rein tun? Was? Ah, jetzt sieht er das. Okay. Ja, okay. Das haben wir beim letzten Mal schon alles gemacht. Oh, der Kleber. Oh mein Gott. Hat so funktioniert. Medizin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Ich habe irgendwas bekommen. Rasierschaum. Oh mein Gott, er wird denken, dass Rasierschaum Schlagsahne ist. Das wird ihn enorm ärgern. Okay, dann lass uns aber mal seine Schlagsahne mit dem Rasierschaum ersetzen. Das könnte passieren tatsächlich. Das ist gar nicht so wahrscheinlich. Und das hier ist was normal Haarwuchsmittel. Vielleicht. In den Kuchen nicht. Okay, was macht er denn da unten? Er hält das Klo. Okay, dann legt er sich natürlich drüber auf, ist klar. Ah, er rasiert sich, verstehe. Was? Okay, interessant auf jeden Fall. Oh ja, okay, wir können das austauschen mit Haarwuchsmittel. Mit der anderen Sache, was schon mal sehr schön ist. Ich kann mich nicht bewegen, wieso nicht? Hilfe. Okay, jetzt geht's wieder. Oh no, er benutzt das jetzt. Oh no, er... Oh Gott. Jetzt wundert er sich wahrscheinlich, wieso es nicht so gut schmeckt wie davor. Sagt keiner, sagt ihm keiner, woran es lag. Er ist was, es stinkt, armer Kerl. Ich will irgendwas mit dem Kuchen machen für letzte Sterne, aber ich weiß nicht was. Oh, wir haben das letzte jetzt bekommen, stimmt. Oh no. Oh no. Oh, was ist das geschehen? So viele Achsenhaare habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ah, wir haben das Level geschafft. Sehr schön. Na gut, der alte Spielverderber, so heißt das nächste Level. Erstmal beobachte ich ihn wieder, um zu gucken, wo er langläuft. Warte, hier ist eine Tasche. Okay, ich gehe erstmal hier dann. Er fängt oben links an, okay. Und spielt Klavier. Okay, den Stift bekommen wir, das ist schon mal sehr gut, denn das male ich schon mal. Also er spielt einen grausamen Song, sehr interessant. Jetzt geht er in die Küche. Da ist ein Fußball dieses Mal, was? Oh, er... What? Er tritt den? Ach so, weil die Kinder ihn dahin geschossen haben. Das werden die wahrscheinlich immer wieder tun, jetzt verstehe ich. Dann kommt er nach unten, oh Gott. Also wir sind echt nirgendwo sicher, habe ich das Gefühl, dieses Mal. Erster Prank, das mit dem Bild, das kennen wir, wie gesagt, bereits. Oh, er riecht an den Blumen. Okay, damit können wir bestimmt auch irgendwas machen mit den Blumen. Das ist seine Lieblingspflanze, interessant. Und dann geht er wieder nach oben. Ja, das ist sehr interessant. Er geht aber nicht ins Badezimmer, was sehr gut ist. Okay, jetzt wo wir wissen, wo es lang geht, sind wir gut dabei. Dann machen wir erstmal einfach das mit dem Klo, würde ich sagen. Okay, jetzt gehen wir nach oben, solange er unten ist. Was haben wir denn hier bitte? Das ist Telefonhalter. Oh, interessant. Dann haben wir hier Klavier. Dieses Sinfonie des dummen Nachbarn. Okay, lass uns mal hier lang gehen. Dann können wir als erstes auf jeden Fall das hier hin tun. Die Seife, das kennen wir bereits. 555315. Okay, warte, vielleicht können wir das hier, die Handynummer damit benutzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo geht er lang? Achso, er geht da lang. Oh no, ich habe so Schiss gerade. Was? Okay, war das jetzt ein Prank oder wie? Hä? Ich bin also verstört. Okay, er geht jetzt hier lang. Oh Gott, gefährlich. Ich hab Schiss. Okay, runter geht's. Oh, er rutscht jetzt aus. Okay, das haben wir ebenfalls geschafft. Okay, jetzt ist es aber kompliziert. Ach, damit kann man den Nachbarn ablenken. Ich verstehe. Wir können schon wieder ihr Gesicht bemalen. Ich habe das Gefühl, aber wir können einiges mehr machen auf jeden Fall mit dem Stift, weil wir behalten ihn, ja? Ich will irgendwas mit der Blume machen. Irgendwie, keine Ahnung was genau, aber irgendwas will ich damit machen. Bowlingtasche. Okay, wir können sie öffnen. What? Oh. Warte, Bowlingtasche, das heißt vielleicht Bowling? Wir haben Bowlingkugel. Oh. Ich würde das gerne
gerne ersetzen, die Bowlingkugel mit dem Ball. Vielleicht können wir ihm ja Fake-Noten hinschreiben mit dem Stift, oder? Ja, let's go. Oh mein Gott, das muss ihn so nerven dann. Als nächstes werden wir die Bowlingkugel... Warte mal, der Ball ist ja nicht mehr dort, stimmt. Scheiße, der Ball ist nicht mehr dort. Können wir die Nummer hier ändern? Nein. Oh mein Gott, er wird das jetzt sehen. Und oh, und er... Okay, sehr gut gespielt. Ich gehe mal lieber kurz runter zur Sicherheit. Oh Gott, das war gut. Kommt nämlich gleich in die Küche. Da kommt der Ball da aber rein. Ich meine, er tritt halt immer den Ball weg so. Aber, ah, da ist er jetzt. Okay, geht das jetzt? Oh nein, 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 er kommt wieder rein. Ah, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Wir müssen ihn ablenken, jetzt verstehe ich. Mit dem Telefon ablenken, okay, ich weiß wie. Erst mit dem Telefon ablenken und dann den Ball austauschen mit der Bowlingkugel. Okay, der Ball ist jetzt hier. Okay, jetzt können wir austauschen. Wir haben jetzt genug Zeit. Okay, jetzt ist hier eine Bowlingkugel. Aber dann haben wir noch drei weitere Sachen, die ich nicht gemacht habe. Okay, er wird jetzt treten. Oh. Nehmen wir ehrlich, das muss so hart wehtun, ne? Ich meine, die hat drei Löcher, also ich... Oh Gott. Oh mein Gott, er hat die Bowlingkugel auf die Kinder geworfen. Meine Frage ist gerade, wieso er seine eigenen... Oh, wir haben wieder Eier und Käse bekommen, okay? Wieso er seine eigene Nummer dort stehen hat? Das ist ja wie komisch, oder? Okay, das haben wir schon mal gemacht. Jetzt, wozu ist der Käse da? Und wer hat eigentlich eine eigene Bowlingkugel zu Hause? Auch sehr merkwürdig. Okay, er regt sich auf über die Eier. Kann er machen, haben wir schon ein Million Mal gesehen. Käse, vielleicht was mit der Pflanze und Käse? Nee, ne? Doch. Oh mein Gott, ich glaube, das ist funktioniert. War das Stinkekäse? Ich hatte immer Stinkekäse mit in der Schule. Und dann hat sich jeder gewundert, wieso es so stinkt. Okay, haben wir immer noch den Stift hier. Okay, jetzt wird er auf jeden Fall dran riechen und es wird eine Katastrophe für ihn sein. Und er muss... Ah, er muss auf Klo. Ah, genau, genau. Und dann haben wir jetzt zwei auf einmal geschafft, oder? Hat das funktioniert? Ich glaube ja, oder? Und wir haben es geschafft. Let's go. Oh, wir können jetzt ins nächste Level gehen. Ich werde es auch sofort tun. Alles an Bord. Das ist, glaube ich, eine neue Map. Deswegen will ich da mal hingehen. Da gibt es so vier. Sollten wir ja so hinbekommen. Okay, wo ist der Nachbar? Oh mein Gott. Warte mal, da war eine Person, die war... Oh, ach so, ich muss hier auch was finden. Ah, ich weiß auch schon, was das hier. Alter, damn. Wer, wo ist aber der Nachbar? Ach, da ist der Nachbar. Okay, willst du sie dir klären? Ich meine, ein Arsch hat sie auf jeden Fall. Riskiere was und versuche, dieses Objekt zu manipulieren. Halte das Symbol auf dem Ziel, sonst droht Ärger. Werkzeugkasten ist verschlossen. Vielleicht können wir ihn aufmachen. Oh, hat er mich gesehen? Nee, ne? Bleibt er bitte oben. Ich hoffe, ja. Oh, verdammt. Er hat mich gesehen. Lauf, 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 lauf. Hä? Okay, wie konnte er mich sehen jetzt? Verstehe ich nicht. Ich mach's nochmal. Oh mein Gott, wie es funktioniert nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, wie das geht. Warte mal, da ist eine Truhe. Da ist eine Seife drin, okay? Okay, ich probiere es nochmal. Das muss ja irgendwie klappen, oder? Bitte. Ah, okay, ich weiß schon. Okay, wie? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe Wort für dich. Keine Ahnung. Scheiße. Okay, lass mal hier eine Seife reintun. Okay, Seife. Nein, geht nicht. Wieso nicht? Okay, Seife ist dort hingelegt. Vielleicht, wenn er ausrutscht, vielleicht kann ich zu dem Zeitpunkt das endlich aufmachen. Ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Wir können das Essen anscheinend manipulieren, wenn wir wollen. Wieso kommt er, wenn ich das manipulieren will? Ah, ich verstehe aber. Oh Gott, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist gar nicht so einfach. Das ist sogar ziemlich schwer, aber wir haben es. Oh mein Gott, wo ist er jetzt hin? Da. Wir haben jetzt ein Messer. Und einen Schraubenschlüssel haben wir ebenfalls. Die Rillingstür ist durch eine Schraube verschlossen. Warte, vielleicht kann ich ja irgendwie. Oh. Oh. Oh, ich habe mal was manipuliert. Der fällt runter, glaube ich. Er wird runterfallen. Das Ding ist, erstmal wird er ausrutschen. Oh! Oh mein Gott, das war jetzt so unerwartet. Jetzt ohne Scheiß. Und er ist wieder hochgekommen, okay. Darauf hat er ja mal gar keinen Bock. Was ist das für Geräusche? Mit dem Taschenmesser kann man Dinge schneiden. Ja, okay, interessant. Was wollen wir denn damit schneiden? Das Essen vielleicht? Lass mal sehen. Ja, wir können das Essen schneiden. Das bräuchte ich ja später. Okay, dann schneiden wir es erstmal. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Ich sage, vom Optischen würden die auf jeden Fall zusammenpassen. Das steht fest. Und jetzt? Was hat er vor? Also, er will Kapitän sein, um sie zu beeindrucken, glaube ich. Und jetzt? Oh. Oh no. Interessant, andere Charaktere scheinen neue Möglichkeiten beim Hereinlegen von Rottweilern zu bieten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Frau hat die größten Möpse, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh, jetzt können wir die Schöpfkelle nehmen, glaube ich. Interessantes Wort auf jeden Fall. Dann nehmen wir sie mal. Wir werden sie mal hier benutzen wahrscheinlich, ne? Das, was anderes sehe ich halt nicht. Nach unten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt bin ich gespannt. Also, mit dem Essen hat nicht funktioniert. Ach so. Auf den Spaghetti klebt eine eklige Sorte. Oh, die muss ich also irgendwo reintun. Aber wo? Nicht ins Buffet auf jeden Fall. Interessant. Ach, vielleicht... Oh mein Gott. In die Mütze rein, die er anzieht. Oh, runter, runter, runter. Verdammt, er. Oh Gott. Ich hab's nicht reingetan. Ich hab's nicht geschafft, übrigens. Jetzt muss ich warten. So, Spaghetti ist drin. Jetzt warten wir. Und er wird das jetzt anziehen. Oh no. Oh no, das muss so eklig sein. Wieso ist das ein Schuh jetzt? Oh mein Gott, so sauer habe ich noch nie gesehen. Haben wir das dann mal geschafft? Aber na gut, ich werde das Video von euch mal stehen lassen. Lasst mal nach oben da abonnieren kostenlos. Falls du mir das sagt, die Glocke. Und bis zum nächsten Video. Bye.